Willkommen beim WG-Contest 2015. Unzählige WGs haben sich bei uns beworben. 5 haben es in das große Finale geschafft und betteln um den Titel Kassels coolste WG. Wir sind heute zu Gast in der Kasseler Nordstadt bei den Wöhlers. Und wir schauen mal, was uns hinter dieser Tür jetzt erwartet. 2 gegenüberliegende Wohnungen ganz weit oben und 4 richtig gute Freunde. Das ist eine hochprozentige Mischung und ergibt zusammen die Wöhlers. 3 Frauen und ein Hahn im Korb, die von sich behaupten, wir sind die coolste WG Kassels. Na, dann schauen wir doch mal. Ich bin Doro. Ich bin Gibi, ich studiere Informatik. Ich bin Vero und studiere soziale Arbeit. Ich bin Lena und studiere auch soziale Arbeit. Mögen die Spiele beginnen? Yeah! Ich weiß es. La 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 la. Gut, nächster Song, alles klar. Und Feuer. Ich habe hier noch 2 weitere Songs. Hast du eine Nummer oder hast du ein Foto dabei? Chelsea, schenk mir ein Foto. Chelsea, schenk mir ein Foto, Family. We are family. Was machst du? 5 Sekunden. Das sind wir so. Das Spiel lautet Mage Knight. Bei diesem Spiel werden der WG 3 Fragen gestellt. Jeder Bewohner muss möglichst die richtige Antwort auf einen Zettel aufschreiben. Und diese Antworten werden dann nachher abgeglichen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der allerersten Frage. Und die lautet, was war denn das Verrückteste, was in eurer WG passiert ist? Einmal als Antwort den Fußboden, einmal die Motto-Party und das lassen wir durchgehen. Ich glaube, Motto-Party und Maskenparty ist das gleiche mit gemacht. Die zweite Frage lautete, wer ist der oder die Unordentlichste? Und da sind sich alle ganz klar einig. Wer ist bei euch der Partykönig oder die Partykönigin? So. Auf die Plätze, fertig und schäl die Kartoffeln. Oh, 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 oh,